Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Welt der wackelnden Palmen. Ja, wir sind in Welt 2 stehen geblieben, der Wüstenwelt. Wir haben von Peach ein Juwel oder so, es ist ein Powerflügel, sag ich mal, bekommen, der uns die Fähigkeit verleiht, ein Level zu überfliegen. Es ist wie der Waschbären-Mario, nur mit ein unendlicher Fliegleiste. Also die ist sofort auf Power voll und. Ja, das war unnötig, das ist klar, es muss einmal passieren als Running Gag. Und dann legen wir doch mal wirklich los. Ah, also ich heb mir das Ganze aber doch lieber für schwierigere Level auf. Und oh, der Mistkerl hat mir meinen Pilz weggedrückt. Wie man gerade sieht, oh ja, stimmt, das Level war ein bisschen. Ja, ich fand jedes Level eigentlich eine eigene Idee, kann man sagen. Das war eigentlich ziemlich cool gemacht. Wie alles in diesem Spiel, ja. Wir wollen mal nicht zu viel frönen, aber trotzdem. Und hier gibt es einen Stern, wobei ich mich frage, ob man den jetzt hier gerade braucht. Vor allem der Stern war ziemlich kurz, oder? Eigentlich waren die bei Super Mario Bros. 3 länger, die Sterne. Ich verstehe auch warum. Die Level sind so kurz und der Stern musste halt dementsprechend auch gekürzt werden. Sonst könnte man mit einem Stern ein ganzes Level machen. Ja, wirklich. Okay, wir machen dann erstmal wieder ein Memory-Spiel und wo wir wahrscheinlich nicht viel Glück haben werden, denke ich doch mal. Ach, dass ich wieder 5 Leben habe, liegt übrigens daran, dass ich halt wieder neu starte. Immer wenn man neu startet, dann kriegt man wieder 5 Leben. Ist ja klar. Aber die Power-Ups behält man, die man beim letzten Mal aufgesammelt hat, das finde ich gut. So, wow. Und auch hier ist es so, wenn du eine Welt verkackst, dann musst du halt die ganze Welt nochmal machen oder so. Wobei, die Zwischenschlösser, die dienen, glaube ich, als Speicherung oder so. Also man kann speichern, solange man die Konsole nicht ausmacht, darf man dann immer ab dem Zwischenschloss anfangen. Das ist wirklich cool gemacht, natürlich. Ich meine, sonst wäre es ja viel für eine Welt. Also selber zum Auswählen muss man, glaube ich, immer eine Welt geschafft haben. Kapitelweise wieder durchschaffen. Ja, All-Stars war schon. Das war gerade wegen der Speicherfunktion wahrscheinlich wirklich ein Muss für jeden Mario-Fan. Auch die Grafik neu aufgelegt. Auf jeden Fall keine sinnlose, aufeinandergereihte Collection. Da wurde doch schon viel gemacht für. Wow. So. Okay, das ist dann das zweite Zwischenschloss. Dort erwartet uns immer derselbe Endgegner, damit ihr schon mal wisst. Und oh mein Gott, das sind die Boosts, vor denen uns Peach gewarnt hat. Immer wenn man sich umdreht, dann verfolgen sie einen nicht. Ja. Das war auch das erste Mario, was Boohoos eingeführt hat. Und auch Twomps. Oh. Okay, ich könnte ständig sagen, welches Mario eingeführt hat. Was lasse ich dann doch mal lieber. So. Okay, gut. Es gibt hier leider nicht den Spin Jump. Deswegen kann man nicht auf die Boost mit dem. Ich will irgendwie mit dem Spin Jump und so alles. Ach Gott, ich sollte mich mal ein bisschen mehr anstrengen und hier nicht ständig. Gut, also dann kommt wieder derselbe Endgegner. Ich meine, jetzt hat er sogar eine Fähigkeit mehr drauf. Ich glaube, jetzt kann er fliegen oder so. Ach, ne, fliegen kann er erst später. Aber er kann jetzt springen. Wow, er lernt immer was Neues hinzu. Oh, jetzt muss man aufpassen. So, und jetzt noch einmal. Ich glaube, jetzt rennt er einfach nur schneller. Ja, später kann er noch fliegen und ich weiß gar nicht, kann er auch noch so kleine Minen abfeuern? Ne, ich glaube, es waren die Paragummas, die es konnten. Naja. So, damit hätten wir eigentlich den ersten Teil dieses Levels, dieser Welt geschafft und. Hier gibt es sogar weniger Level als in der ersten Welt. Ist mir gar nicht. Doch, ne, hier gibt es mehr Level, weil. Ja, dieser komische Treibsand und die Pyramide zählen dazu. Ach, und auch hier kann man etwas Geheimes entdecken. Ich denke mal, das ist das einzige Geheimnis, was ich euch mal zeigen werde. Habe ich ja in Welt 1 ein bisschen vergessen. Aber dazu muss ich erstmal ein paar Sachen einsammeln, die ich während der Level finde. Oder ich glaube, nicht während der Level. Während der Zufallsbegegnung auf der World Map. Ach ja, die Musik. Ich höre übrigens diesmal ausnahmsweise über Headset, dabei kann ich noch nicht mehr viel über Headset hören, weil meine Kopfhörer extrem leise sind. Und ich auch irgendwie sie nicht lauter drehen kann oder so. Also ich habe schon geguckt, lässt sich nur noch leiser drehen. Ziemlich blöd. Wow. Und oh. Moment, ich folge mal dieser Spur nach oben. Da oben war was. Ne? Kann ich jetzt leider nicht kriegen. Ja, auch dieses Level hat ein paar kleine geheime Stellen, aber jetzt nichts Großartiges, vielleicht ein Up oder so. Ein Up. Ja.
So, jetzt warten wir einfach mal, bis der Panzer sein Werk verrichtet. Das ist auch so ein altbekannter Trick. Den Panzer schön die ganzen Blöcke kaputt machen lassen. Ja, jo. Und das war's schon. Ich dachte, ich komme jetzt in einem Höhlenkomplex und muss dann da und da was machen. Ach, das geht wirklich rasend schnell. Habe ich aber wirklich eigentlich nie so empfunden. Ach ja, nach jedem Level kriegt man ein Symbol, wenn man drei Symbole hat, also drei verschiedene oder... Ich glaube, wenn man drei verschiedene Symbole hat oder... Naja, auch wenn man zwei gleich und eins. Also wenn die Symbole nicht stimmen, kriegt man ein ab und wenn die Symbole stimmen, kriegt man je nach Art von den Symbolen was mehr. Und den Wert von Symbolen könnt ihr danach einschätzen, wie viel Wert er euch auf dem Schlachtfeld von Super Mario ist. Mal so gesprochen. So, und dieses Level hat einen kleinen neuen Feind. Den schlimmsten Feind, den man sich vorstellen kann, die Sonne. Die ziemlich brutal und gewalttätig ist. Oh, das war wieder ein unnötiger Tod. So, Mario Start! Und zwar, das ist für viele, viele meinen, das wäre eines der schlimmsten Level in diesem Spiel. Wobei es noch recht früh ist mit den ganzen Level. Oh Mist, dieser Wirbelsturm da. Ach, da war ja so ein Wirbelsturm, wo man immer hochspringen muss, genau. Stimmt. Boah, Moment, das schätze ich voll schlecht ein. Ich kann das voll schlecht sehen. Man sieht ja hier nur ein paar weiße Punkte. Hm. So, ich rede gerade von der Sonne als Feind, wobei man noch nichts sieht, aber das kommt noch. Ja, der Wirbelsturm ist scheiße. Das Ganze hier Zeit, da muss man mal aufpassen. So, jetzt klappt's. Grundgüte. Das passiert schon mal. Also die Steuerung ist auf jeden Fall nicht scheiße. Es liegt nicht an der Steuerung. Diesmal liegt es wirklich an mir. Um mal bescheiden zu bleiben. So, und dann nochmal. Also es ist... Oh, diese Wirbelstürme, die kotzt noch an. Also mal ganz ehrlich, das hat man im Original, glaube ich, besser gelöst. Ich sehe die Wirbelstürme kaum. Ich habe was mit den Augen. Ich sollte mal wieder meine Brille auflegen. Ja, die kommen immer von rechts nach links, von oder ist manchmal langsamer, schneller. Aber eigentlich ist die Sonne nicht das Problem, na wirklich. Die völlig, wie wir schon wissen, aus dem Super Mario Bros. 3 Teil völlig intelligenten Para-Koopas. Die machen ja einem alles zunichte und ich sollte mal so langsam auf meine Leben achten. Weil sonst muss ich wieder vor dem Vorschloss da beginnen. Ja, ey, komm, dieses Level nimmt mir die Zeit. Okay, das ist wirklich eines der schlimmsten Level. So früh. Ich meine, das nimmt einen hier die Zeit aus dem Let's Play wieder raus. Oh, hi. Hi. Gott. So, und jetzt komm. Sack. Oh, ey. Es ist immer derselbe. Wozu habe ich denn Power-Up, wenn ich sie nicht benutze? Mal ganz ehrlich. Also jetzt habe ich noch ein Leben. Jetzt darf ich keine halben Sachen mehr hier machen. Einfach das Level überfliegen. Ja, das gefällt mir. Warte, ich brauche ein bisschen mehr Anschwung. Ein bisschen mehr Swag hier. Oh, ich kann nicht mehr aufhören, das zu labern. Warte, der Anschwung reicht mir nicht. Wow. Wirbelsturm. Meine Güte. Ja, komm, Wirbelsturm. Jetzt sei kein Frosch. Jetzt erstmal verschwinde. So, ich nehme den Panzer am besten gleich mit. Ah, so. Und jetzt werde ich einfach mal übers Level. Oh, das geht so langsam. Guckt euch an. Dann kann ich auch gleich das Level normal machen. Ja, soll ich das Level normal machen? Hm, ich mache das Level normal. Aber jetzt schüchtert mich die Sonne ein und die Level gehen ja eigentlich kurz. Okay, ich mache das Level normal. Ihr seht, seht ihr? Okay. Ich weiß, es war erbärmlich. Aber egal, dafür ist es doch gut. Wenn einem ein Level nicht gerade passt, dann macht man es mal eben. Ich und das Level hatten halt keine gute Beziehung, keine gute Symbiose. Hm, vielleicht klappt es ja mit einem anderen Level besser und so. Eben verliere ich mal meine ganzen Power-Ups. Oh, eine Spieluhr. Und mit der kann man alle Zufallsbegegnungen auf der World Map zum Schlafen legen. Ja, ist das nicht nett? Na, es geht. Ich brauche die Zufallsbegegnung. Ich will die Power-Ups haben. So, und ich werde hier jetzt auch wirklich mit übelster Vorsicht spielen. Und das war auch mal das Mario, wo man echt Level auch auslassen konnte, wenn man nicht wollte. Da war zum Beispiel Welt Level 4 oder auch in der ersten Welt gab es da Level 4, was man nicht machen musste und so. Ah, komm jetzt. Ah, ich darf nicht ein Leben verlieren. Das ist ein bisschen blöd. Gerade im Moment für die Situation. Oh. Und hier sind die Charms, die Kettenhunde! Die mich echt erledigen. So, ins Wasser. Darf man ins Wasser? Ich weiß es nicht mehr genau.
Eigentlich sollte Mario schwimmen können hier. Aber ich will es jetzt nicht riskieren. Ja, aufpassen. Sehr aufpassen muss ich. Oh, und da kommt eine Ranke. Ja, ja, ein kleines Geheimnis. So, aber oh, auch hier habe ich den Swag anscheinend nicht. Das liegt an meinem doofen Precision Controller. Mal ganz ehrlich. Der macht einige Sachen zur Tortur. Und rein da. Mal sehen, was finden wir dort. Wenn hier ein Power-Up ist, Münzen sind ganz toll. Aber dauert noch, bis ich ein Up kriege davon. Also, bis ich ein Up kriege davon. Das klingt so, als würde ich... Es dauert ein bisschen, bis ich ein... ihr wisst schon. Hochkriege. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Toll. Ich hätte jetzt... Oh. Ich hätte jetzt vielleicht ein Power-Up kriegen können. Ein Pilz oder so. Egal, das Level ist eh geschafft. Ha. Nur noch ein Schomp vor Ende. Das ist oft so, dass da irgend so ein Scheiß noch vor dem Ende kommt, um einen hier irgendwie erledigen zu wollen. Was natürlich nicht klappt. So, ich hoffe, ich krieg mal einen... ich hoffe, ich krieg jetzt hier einen hoch. Boah, wie das klingt, ey. Natürlich nicht. Womit ich dann wieder mal, ich will nicht so mit ein Leben versuchen, hier durchzukommen. Oh, da ist noch ein Memory-Spiel. Gut, das mache ich gleich. Ich mache erst den hier. Der Boomerang-Bruder ist schon fast gefährlicher als der Hammer-Bruder. Und wir haben eine Spitzhacke oder vielleicht auch doch ein Hammer. Ein Hammer-Spitzer. Hat zwei Funktionsweisen, ihr wisst schon. Wow, und ich werde erstmal das Memory-Spiel nochmal machen. Und da wird wahrscheinlich nicht viel bei rauskommen, wie ich mein Glück einschätze. Oh, toll. Na klar, war typisch. Und ein Power-Up brauche ich hier auch noch. Ach, hier kann man so viel noch nebenbei einsammeln. Nehmen dir eine Box. Es enthält etwas, was dir helfen wird auf deinem Weg, auf deiner Reise. Eine Feuerblume. Oh ja, tatsächlich. Ich hatte hier noch nie eine Feuerblume. Interessant. Gut, ja, Level 4 bleibt natürlich auch nicht verschont von unseren Skills. Was war denn nochmal Level 4? Eine in sich abgeschlossene Welt mit roten Paragumbas. Okay, und, Koopas, die es üben, auf einem Baumstamm zu balancieren. Was weiß ich. Das sind die roten Gumbas, die, wenn sie ein Hindernis sehen, sich umdrehen. Die grünen springen immer ins Aus. Also die Grünen sind die Schlauen. Nein, warum weiß ich nicht, aber die Grünen haben mich ja immer gekillt. Sie haben erkannt, dass das Leben eine sinnlose Tortur ist und es vielleicht doch viel schlauer ist, sich gleich umzubringen. Uah! So. You got a card. Und you got a ein Up. Oh, das hilft mir ungemein. Ich habe eigentlich ein Up, die ich die ganze Zeit mit mir mitschleppe. Ich finde, diese Power-Ups sind sehr viel wert. Bin ich gar nicht so gewöhnt aus den anderen Mario-Spielen, also aus den vorherigen Teilen gerade, dass ich so viel zugesteckt bekomme. Und genau, man kann natürlich, viele benutzen vielleicht den Hammer und meinen sich so, hier kann man sich eine Abkürzung schaffen. Und ach ja, die Röhre da, die ist nur so dazu, zur Abkürzung da, damit man das durch das Level kommt. Nur damit ihr es wisst, so. Genau, weil, das muss ich doch nochmal erklären. Wenn man, wenn ich jetzt alle ein Ups verlieren würde, würden alle Level wieder aufgebaut sein. Es ist immer so, dass alle Level aufgebaut sind. Aber bei dem Schloss öffnet sich das Tor, also ein Tor, was andere Sachen versperrt. Und dieses Tor, das ist das Einzige, was aufbleibt. Also man könnte jetzt durch die Röhre gehen und die anderen Level müsste man da nicht mehr machen. So, und ich hätte auch noch dieses Tothaus da unten links machen können. Scheiß drauf, ich ignoriere es jetzt einfach, so kackenfrech wie ich bin. Aber hier kann man ja natürlich auch was aufbrechen. Man denkt sich, was bringt einem das? Aber hey, ich hab mal die da schon mal probiert. Oh mein Gott, es geht dort unten auch noch weiter. Also dort ganz rechts. Das hat mich als Kind immer fasziniert. Das ist auch die einzige Flöte, die ich als Kind gefunden habe. Und. Der Froschanzug, supi. Das war wohl das Totshaus, wo es etwas andere Gegenstände gab. Ich werde mir aber für diesen Kampf eine Feuerblume borgen. Weil das ist nicht ganz einfach. Hier sind zwei und sie spucken mit Feuer, so wie wir. Also, Feuerblumen. Und die Belohnung dafür ist nichts Geringeres als eine Flöte. Und diese Flöte können wir halt benutzen, um in Welt 9 zu kommen. Und in Welt 9 kann man mehrere Welten auswählen. Also kann man sich seine Welt aussuchen. Die Warp Zone wieder mal. Und gut, ich mache eigentlich sonst so Videos von 15 Minuten länger, aber das bleibt euch diesmal leider nicht erspart, dass ich nun doch ein bisschen überziehe. Mir egal. Im Grunde kann man es immer machen bei YouTube, aber ich weiß aus Erfahrung, dass lange Videos halt für die meisten eher unattraktiv sind.
Also, ich persönlich selber finde ja kürzere Videos besser, muss ich zugeben. Okay, es gibt einige Meinungen. Yippie! Ein langes Video, aber das kommt dann nur dann, wenn man das von jemandem gewohnt ist, der nicht viel lange Videos macht. Gott. Also, der nicht oft Videos macht, kann man eher sagen. Gott. Oh, ich schaff das. Also, das Ding öffnet sich schon mal nicht. Man kann es aber in die Hand nehmen. Gleich dürfte sich auch. Ja, gleich dürfte wieder zum Leben erwecken wollen. Erwachen dürfte ich sagen jetzt. Ich weiß nicht, ob das auch nur bei Super Mario World so war. Naja. So, Das ist also auch wieder mal ein Höhlenlevel, wo man irgendwie den Ausgang finden muss. Habe ich schon gedacht, die war hier hilflos und hatte keinen Pilz. Alter, warum beförst mich dahin? Gott, ein Leben nur noch. Ich nehme den Froschanzug. Und ich nehme den. Nee, der Stern wäre jetzt total sinnlos, Leute. Dann würde ich ja gar nicht durchkommen. Also durch die ganzen Blöcke, weil ich muss ja die Teile schleudern, aber durch den Stern sterben sie sofort. Alter, der Froschanzug ist hier voll scheiße, ganz ehrlich. Ja, das lobe ich mir doch eher. Und. Okay, jetzt hätte ich vielleicht doch einen Stern gebrauchen können. Ich kann die Dinger jetzt auch einfach aufschlagen mit meinen. Schwanz, mit meinem Schweif meine ich. Nicht Schwanz. Wo denkt ihr hin mit meinem Waschbärschweif? Okay, ob Waschbären einen Schweif haben, das wage ich jetzt doch wieder zu bezweifeln. Ach, was soll's. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Das benutzen wir einfach mal als. Oh, ich habe gehofft auf eine Abkürzung. Nein, das ist ein Bonuslevel. Oh, Tatsache. Ich kann es ja mal so durchziehen. Ich mache jetzt pro Video. Genau, ich könnte das Konzept doch ein bisschen ändern. Pro Video mache ich einfach mal eine Welt. Wenn ich faile, dann wird das Ganze dann doch kürzer. Also, wenn ich faile, sagen wir mal, dann halte ich mich an den Gegebenheiten. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich die Welt so lange machen, wie das Video halt hergeben kann. Also, bis ich dann wirklich endgültig gescheitert bin oder die Welt halt geschafft habe. Dann überziehe ich dafür auch gerne. Ich weiß zwar nicht, ob euch das gefällt, aber ihr müsst ja auch nicht alles auf einmal ansehen, oder? Ich bin ja schon froh, wenn ihr überhaupt mal ein bisschen ansieht. Ihr könnt auch nicht alles sehen. Mir egal. Ich rede ja eh größtenteils gegen die Wand, aber. Naja. Oh, es ist schrecklich. Der König wurde verwandelt. Bla bla bla, kennen wir doch schon. Diesmal wurde. Die werden alle in. Ey, das fällt mir auf, das ist ein Cameo. Die werden ständig in Viecher aus Super Mario Bros. 2 verwandelt. Man könnte meinen, Super Mario Bros. 2 war so komisch, dass das alles Missgestalten sind. Keine Ahnung, die durch magischen Stabnutzer zustande kommen. Gott, ey, mal ganz ehrlich. Das wird knapp. Ich muss jetzt aufpassen. Oh Gott, gibt's hier kein Power-Up? Und die Kugel-Willis, die fliegen leicht schräg nach oben oder nach unten. Seht ihr das? Ich seh's. So, aufpassen, aufpassen. Boah, mit dem Pilz fühle ich mich so viel sicherer. Alter, jetzt darf nichts schief laufen. Go, 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 Mario. Ja, das Ganze scrollt hier manchmal ziemlich nervig. Manchmal nach oben, nach unten, links, rechts. Sehr, sehr blöd. Ich weiß. Also, ich mag Scroll-Level nicht. Ich denke mal, das mag auch keiner. So, ui. Ich darf auf ihn draufspringen, während er noch was in der Hand hält. Oh, Schraubenschlüssel. Alter. So. Jetzt muss ich noch den Endgegner besiegen. Wer war das nochmal? Morten, glaube ich. Okay. Aufgepasst. Ja, ich habe ihn geschlagen. So, puh. Fast wäre das Ganze ja in die Hose gegangen. Ja, und damit hätten wir auch Welt 2 bestanden. Ich mache es noch bis. Ja. 20 Minuten wären perfekt für dieses Video. Also, Mario, flieg ein bisschen schneller. Tut mir leid, dass ich das jetzt so lieblos mache. Oh, danke, im Himmel sei Dank, bla bla bla. Wir kennen das alles schon. Und nochmal ein Brief. Wir kriegen nach jeder Welt einen Brief von der Prinzessin. Grüße, du kannst auf deine Feinde stampfen, indem du den Kuribo-Schuh benutzt, den wir erst viel später finden werden, aber egal. Und dann wieder hat sie uns was gegeben. Eine Wolke. Die Wolke dient dazu, Level zu überspringen, die man nicht mag. Ist das nicht schön? Ja. Aber Level wollte ich eigentlich nicht überspringen hier. Also ich hatte das jedenfalls nicht vor. Mal sehen, wie weit es noch kommen wird. Aber egal, also Welt
Ja, Welt 3 wird wieder eine klassische oder mehr oder minder klassische Wasserwelt. Also, bis dann.